Wenn man sich mit Bluetooth auseinandersetzt, dann muss auch bewusst sein, dass die Geräte, die miteinander kommunizieren möchten, sich ursprünglich nicht kennen, dass sie sich also irgendwie entdecken müssen für eine Kommunikation, die möglicherweise stattfinden kann. Und dafür gibt es bestimmte Entdeckungs-Discovery-Mechanismen, die im Bluetooth-Standard hinterlegt sind. Das, was wir uns jetzt anschauen, bezieht sich auf die verschiedenen Zustände, die in einem Link-Controller für Bluetooth vorhanden sein können. Das ist ja eine Abbildung aus dem Standard und da sehen wir, dass der Controller sich in einem Standby-Modus befinden kann und dann in verschiedene andere Zustände übergehen kann. Der Zielzustand, den wir eventuell erreichen möchten, wenn wir aktive Kommunikation durchführen möchten, könnte hier der Connection State sein und den erreichen wir darüber, dass wir hier einen Page oder ein Page Scan durchführen, also dass wir nach anderen Geräten suchen und dass diese anderen Geräte dann auch antworten, dass sie vorhanden sind und dass eine Kommunikation mit den anderen Geräten möglich ist. Im klassischen Bluetooth wurde für dieses Entdecken von Geräten schon eine Lösung gefunden durch das Discovery neuer Geräte, also durch das Entdecken mit einem bestimmten Mechanismus, mit einer bestimmten Abfolge von Nachrichten, die gesendet werden. Ursprünglich weiß der Master nicht, welche Geräte sich in seinem Umfeld befinden und welche Geräte mit ihm eventuell kommunizieren möchten. Deswegen muss er dort systematisch scannen auf den verschiedenen Kanälen, um zu entdecken, welche Kanäle vielleicht gerade abgehört werden von Slaves, um eine Kommunikation zu initiieren. Und hier dargestellt ist der sogenannte Page Scan. Der Page Scan, der also von einem Master durchgeführt wird und der Master würde dafür auf verschiedenen Frequenzen diese Page Scans machen. Wir sehen in dem ersten Zeitbereich, dass der Master einen Page Scan absetzt zu einem Slave in dem ersten Zeitbereich dieses Zeitslots auf der Frequenz FK und in der zweiten Hälfte dieses Zeitbereichs auf der Frequenz FK plus 1. Das sind hier relativ kurze Pakete und die sendet der Master in seine Umgebung, um hier Reaktionen zu provozieren, um möglicherweise hörende Slaves zu aktivieren, sodass die dann eine Antwort senden. Wenn ein Slave dann eine Nachricht empfangen hat vom Master, dann würde der auch auf der gleichen Frequenz wieder antworten. Hier hat jetzt beispielsweise der Slave auf der Frequenz F von K gehört. Und die würde er dann auch für die Antwort nutzen, um dem Master zu signalisieren, hallo Master, ich bin da, du kannst mit mir kommunizieren. Auf der Frequenz F von K plus 1, also auf der nächsten Frequenz, die der Master genutzt hat, würde keine Antwort kommen. Deswegen weiß der Master an dieser Stelle, dass nur dieser Slave, der auf F von K gehört hat, auch eine Kommunikation möglich ist. Und im Anschluss würde der Master dann auf der nächsten Frequenz die Informationen für das Frequency Hopping an den Slave durchgeben. Das heißt hier F von K plus 1, die nächste Frequenz. Da kommt das sogenannte FHS-Paket, also das Paket mit den Hopping-Informationen. Der Slave empfängt das und kann dann eine Antwort senden, wieder auf der gleichen Frequenz. Und ab diesem Zeitpunkt kann dann die Kommunikation stattfinden mit der entsprechenden Hopping-Sequenz. Das ist dann in dem rechten Bereich, in den Schritten 5 und 6 der Fall. Der Datenverkehr wird aufgenommen, der Master sendet entsprechend. In dem einen Zeitslot und in dem nächsten Zeitslot ist dann der Slave dran, um seine Daten abzusetzen. Wir sehen hier dieses Entdecken der Geräte noch einmal in einem Message Sequence Chart. Das heißt, wir haben links den Master, der initiiert hier dieses Entdecken der Geräte. Er sendet also ID-Packages. Jetzt wäre dieses erste dargestellte ID-Package ein ID-Package, was auch ein Slave auf der entsprechenden Frequenz empfängt. Der würde dann antworten mit einem ID-Package. Der Master registriert also, dass er hier einen Slave gefunden hat, kann dann die Hopping-Informationen zurücksenden an den Slave. Der Slave würde entsprechend antworten, dass er diese Hopping-Informationen empfangen hat und der Master würde daraufhin mit einem Poll-Package antworten, um hier zu sagen, dass also der Slave mit dem Master verbunden ist und dann
kann der entsprechende Datenverkehr stattfinden. Wenn man sich das jetzt verdeutlicht, auch in dem Suchen der eigentlichen Frequenz, wo dann beide Partner, Master und Slave, zusammenkommen, dann kann das natürlich eine gewisse Zeit dauern, bis Master und Slave sich gefunden hat. Der Master würde eine ganze Reihe von Frequenzen abrastern, um auf irgendeiner dieser Frequenzen eine Antwort zu empfangen von einem Slave, der in der Umgebung sich befindet. Und das führt natürlich dazu, dass hier die Scan-Prozedur, das Entdecken, eine bestimmte Zeit braucht, sodass dann im Anschluss die Geräte miteinander verbunden sind. Und diese Dauer, die wir hier in Kauf nehmen müssen, ist auch der Ausgangspunkt für die Verbesserungen, die bei Low Energy eingebracht wurden. Dort hat man nämlich auch verschiedene Möglichkeiten, um dann diese Verbindungsaufbauzeit zu reduzieren und vielleicht auch nur kurze Nachrichten abzusetzen, wenn gar nicht so groß der Kommunikationsbedarf vom Slave zum Master oder umgekehrt besteht. Und dieses Discovery im Bluetooth Low Energy Modus möchten wir uns hier in dieser Folie nochmal anschauen. Wir wissen also, dass es im klassischen lange dauern kann. Dadurch kann auch ein hoher Energieverbrauch verursacht werden. Und das möchten wir beheben, indem wir den Aufbau der Kommunikation ein bisschen vereinfachen. Und dazu nutzen wir im Bluetooth Low Energy drei spezielle Kanäle, nämlich den Kanal 37, 38 und 39 auf bestimmten Frequenzen, die fest vorgegeben sind für den Bluetooth-Standard. Und wenn wir ein sogenanntes Advertising, also das Discovery im Low Energy Modus sozusagen, wenn wir dieses Advertising durchführen möchten, dann muss der Teilnehmer, der Nachrichten hat, der sich irgendwie mit dem Advertising äußern möchte, auf diesen drei Kanälen 37, 38 und 39 nacheinander signalisieren, dass er hier einen Kommunikationsbedarf hat. Wenn das passiert ist, dann würde er für eine gewisse Zeit warten, nämlich für die Zeit des Advertising-Intervalles. Und würde dann diese Prozedur wiederholen. Entweder mit den gleichen Nachrichten oder vielleicht auch mit anderen Nachrichten, wenn er einfach nur kleinere Datenpakete an andere Teilnehmer mitteilen möchte, ohne vielleicht eine Bestätigung auch wirklich zu erwarten. Und dieses Advertising-Intervall kann im Bluetooth-Stack eingestellt werden. Das kann entweder ganz kurz sein, 7 Millisekunden betragen, oder es kann bis zu 82 Sekunden betragen. Und an der Stelle sieht man, dass man mit dieser längeren Pause natürlich auch länger passiv bleiben kann, als ein Knoten der Advertising-Nachrichten sendet. Und das heißt, dass man letztendlich auch länger Energie sparen kann. Länger passiv sein, länger Energie sparen. Wie lange man tatsächlich passiv sein kann, wie lange man tatsächlich hier diese Nachrichten aussetzen kann, das hängt natürlich davon ab, wie wichtig diese Nachrichten sind. Wenn man relativ zügig Daten übertragen möchte und die sich vielleicht auch häufig, ich sag mal im Sekundentakt ändern, dann muss man hier sicherlich häufiger aktualisieren. Wenn man Daten hat, bei denen sich aufgrund des physikalischen Prozesses vielleicht viel weniger an Änderungen ergibt, beispielsweise Temperaturänderungen innerhalb eines Raumes, dann kann man auch damit leben, dass hier das Aktualisierungsintervall über einer Minute liegt, was für manche Anwendungen noch ausreichend ist. Dieser Advertising-Modus darf nur auf diesen drei Kanälen passieren. Diese drei Kanäle sind sozusagen reserviert für dieses gelegentliche Absetzen von Advertising-Nachrichten durch einen Teilnehmer innerhalb des Bluetooth-Netzwerks. Auf der anderen Seite braucht man bei diesem Advertising-Mechanismus natürlich auch einen Zuhörer, einen Partner, der diese Nachrichten empfangen möchte. Und das heißt, dass der Partner dann auch hinreichend lang auf einem Kanal hören muss, um mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit die Nachrichten zu empfangen. Der andere Partner würde sich dann entscheiden, dass er für eine bestimmte Zeit hört, beispielsweise auf dem Kanal 38, und dann hängt von der Zeit, für die er aktiv ist als Hörer auf diesem Kanal, auch ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit er dann Nachrichten empfangen wird. Wenn er nach dieser Zeit nichts empfangen hat, würde er auf den nächsten Kanal wechseln,
würde dort wieder für eine bestimmte Zeit warten und versuchen, dort ein Datenpaket zu empfangen. Man merkt daran, man kann hier also nicht wahllos den Advertising-Sender und Empfänger miteinander kombinieren, sondern man muss diese Zeiten miteinander abstimmen. Man muss also den Advertising-Sender und den Empfänger so ausrichten hinsichtlich der Zeitintervalle, in denen gesendet bzw. empfangen wird, dass auch eine hinreichend große Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich Sender und Empfänger auf einer bestimmten Frequenz sozusagen treffen. Und wir möchten uns jetzt dieses Advertising noch einmal in einem Message Sequence Chart anschauen und noch einen weiteren Modus an der Stelle kurz erwähnen. Im Message Sequence Chart sehen Sie im oberen Bereich, dass ein Scanner und ein Advertiser vorhanden sind. Das sind die beiden Begriffe, die man hier für dieses Advertising in dem Blue Energy Bereich des Standards benutzt. Und der Advertiser hier würde auf den Kanälen 37, 38 und 39 nacheinander die Advertising-Pakete senden und dann würde entsprechend des Hörens dann auch der passive Zuhörer, der Scanner, diese Nachrichten empfangen können, wenn er auf diesen Kanälen auch aktiv empfängt. Der Advertiser ist damit in der Lage, seine Daten loszuwerden, seine Daten zu senden, ohne dass er darauf vielleicht angewiesen ist, dass der Scanner eine Bestätigungsnachricht sendet, also der Advertiser würde nur die Daten emittieren, die Informationen emittieren. Das würden wir dann unter dem passiven Advertising verstehen, unter dem passiven Modus des Advertisings, wenn der Scanner nur zuhört. Es gibt aber auch einen aktiven Modus für das Advertising. Der wird nämlich genau dann interessant, wenn der Scanner auch eine Rückmeldung sendet und dort vielleicht noch zusätzliche Daten anfordert. Also beispielsweise, wenn der Scanner sagt, man möchte gerne zusätzliche Daten vom Advertiser haben oder man möchte jetzt eine Verbindung aufbauen, dann würde er einen Scan-Request senden auf einem bestimmten Kanal, auf dem Kanal 37, nach einer bestimmten Zeit. Und der Advertiser würde dann auf dem gleichen Kanal mit einem Scan-Response antworten, mit also den angeforderten Daten. Und der Scanner käme so zu den zusätzlichen Daten, die ihn vielleicht interessieren. Zwischen der Advertising-Nachricht, die der Advertiser sendet, und der Scan-Nachricht, die hier von dem Scanner geschickt werden, muss ein bestimmter Zeitraum vergehen, so dass der Advertiser auch auf diesem Kanal 37 tatsächlich hört. Das ist im Standard spezifiziert und wenn sich beide Teilnehmer an diese Standardspezifikation halten, dann kann also hier auch eine aktive, kurze Verbindung entstehen zwischen dem Advertiser und dem Scanner. So viel also erstmal zu dem Finden anderer Geräte, sowohl in dem klassischen Bluetooth als auch in dem Bluetooth Low Energy. Es gibt verschiedene Mechanismen, verschiedene Möglichkeiten, um mit noch nicht entdeckten Geräten hier in Kontakt zu kommen, um entweder im klassischen eine Verbindung aufwendiger aufzubauen oder bei Low Energy, um hier auch die Möglichkeit zu haben, kleinere Datenpakete abzusetzen, die dann vielleicht für einen Scanner, für einen anderen Kommunikationspartner interessant sein können.